Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Ich frage Sie, sind Sie systemrelevant? Warum frage ich das? Weil wir wissen nicht, wie viele Lockdowns noch kommen. Wir wissen nicht, was wir zu tun haben, damit es uns in Zukunft einigermaßen geht. Und natürlich wollen wir Arbeit haben. Vielleicht würden wir gerne in einem Restaurant kochen oder Briefe austeilen oder auf dem Friedhof die Gräber ausheben, ja? Oder bei der Müllabfuhr den Müll wegbringen. Was ist denn jetzt wirklich davon systemrelevant? Also ich sag mal, alles, was ich eben aufgezählt habe, zähle ich mit dazu. Ich habe jetzt die Zeitung aufgeschlagen und diese Liste von systemrelevanten Berufen enthält keine Restaurants, wenn ich das so richtig sehe. Ne? Lebensmittelversorgung ist was anderes. Das ist irgendwie ein Großmarkt, auf dem man sich sein Gemüse kauft. Aber es ist doch nicht zwingend notwendig, dass jeder selbst kocht. Das bringt doch auch viel mehr Abfall mit sich, als wenn ich in der Lage bin, mal in eine Betriebskantine zu gehen, mal ein Restaurant zu besuchen. Und klar haben die auch Abfälle, aber das reduziert sich auf ein Minimum, weil jeder Haushalt, der seinen Kühlschrank voll macht und die Sachen dann nicht komplett aufbraucht, der macht letztendlich zusammen mit anderen Haushalten viel mehr Müll als ein gut geführtes Restaurant. Ist jedenfalls meine Annahme. Ne? Könnte man ja mal untersuchen. So, ja. Wie geht's weiter hier in Deutschland? Diese Frage geht natürlich an Frau Merkel. Und ich gucke ab und zu mal jetzt in die Bundespressekonferenz rein und was sagt die BZ dazu? Die BZ sagt dazu, weiche Fragen, harte Ausreden. Nun ja, es fällt auf, dass die etablierten Medien relativ weiche Fragen stellen. Und diese Ausreden, die hier so gegeben werden, entweder unkommentiert lassen oder vielleicht sogar noch als Lösung von Problemen darstellen. Ich kann dazu nur sagen, wenn Sie nachdenken über Systemrelevanz und sich einen Job in diesen Bereichen suchen, suchen Sie den Job auf keinen Fall bei Medien, die so agieren, wie aktuell diese Journalisten, die weiche Fragen stellen in der Bundespressekonferenz. Warum nicht? Das ist relativ einfach, weil diese Medien in Zukunft nicht mehr systemrelevant sein werden. Ich habe als Bürger ein verdammtes Recht, informiert zu werden. Und ich möchte für mein Geld etwas bekommen. Ich zahle GEZ und wir alle sind kritische Bürger. Wir sehen, was da passiert. Und wenn ich jetzt doppelt bezahlen muss, einmal die Zwangsabgabe für die GEZ und dann obendrein noch freiwillige Abgaben an Journalisten, die ihren Job machen. Das ist doch sinnlos. Dann gebe ich doch lieber gleich die GEZ-Gebühren denjenigen, die die richtigen Fragen stellen. Ja? Und das sind aktuell mir einfach zu wenige. Also denken Sie mal nach über Systemrelevanz. Sind Sie systemrelevant? Ja, machen Sie was mit Elektrotechnik, öffentlichem Nahverkehr, Computern. Ja, werden die Restaurants wieder öffnen? Dürfen Menschen in Zukunft wieder bekocht werden? Dürfen wir wieder auf einer Bühne stehen und Gitarre spielen? Dürfen wir wieder in Clubs tanzen? Wenn diese Fragen nicht schnell geklärt werden, wenn sie nicht kritisch geklärt werden, wenn wir hier nicht vorankommen, dann wird es diese Dinge in Zukunft nicht mehr geben.
Jeder denkende Mensch wird sich jetzt orientieren hin zu systemrelevanten Jobs und dann in einem der Bereiche landen, die hier genannt sind. Ich finde diese Liste noch nicht perfekt, aber der Gedanke, sowas einfach mal hier abzudrucken, das ist schon konsequent, wenn man sieht, was jetzt gerade vor sich geht, ne? Weil ich sagte ein paar Videos zuvor, rette sich, wer kann. Dazu gehört, in diese Liste hineinzugucken, seine eigene Situation zu überprüfen und zu überlegen, ob man das, was man bislang gemacht hat, das, was man bisher für richtig gehalten hat, das, was man bislang für schön gehalten hat, überhaupt noch verantworten kann vor sich selbst. Natürlich erstmal, um sich selbst zu retten. Kein Mensch, der sich nicht erstmal selbst rettet, wird in Zukunft irgendjemandem anderen helfen oder retten können. Ja? Menschen, die selbst leiden, die hungern, die wütend sind, die Depressionen haben, die krank werden, all diese Menschen, die werden niemandem helfen können. Und dann hilft es auch nicht, wenn ich nach Solidarität rufe, weil ich muss in erster Linie dafür sorgen, dass die Menschen eigenverantwortlich handeln können. Dann können sie auch anderen helfen. Ja?